Am Tag danach hat der Alltag die meisten Menschen in Caracas wieder eingeholt. Schlange stehen am Automaten für Geld, das heute schon wieder weniger wert ist als gestern, als hier noch demonstriert und randaliert wurde. Inflation, Mangel und Unterdrückung prägen das Leben der meisten Venezolaner. Was bleibt, ist ein wenig Hoffnung. Hoffentlich gibt es eine friedliche Lösung, aber ich fürchte, es wird tragisch enden. Ich glaube nicht, dass sich die Herren da oben so leicht ergeben werden, aber hier muss etwas passieren. Wir hoffen, dass sich Venezuela rasch verändert. Wir arbeiten daran und ich glaube, dass wir es schaffen werden. Das Gegenteil von Veränderung steht stramm in Zweierreihe. Im ganzen Land stellen sich die Generäle hinter Maduro. Sie gehören zur reichen Elite des sozialistischen Staates, verdienen am Öl, haben eine Menge zu verlieren. Ich warne die Bevölkerung Venezuelas vor diesem Putsch, der sich gegen die Staatsorgane, die Demokratie, die Verfassung und unseren rechtmäßigen Präsidenten Nicolas Maduro richtet. Er ist es, vor dem die Generäle warnen. Juan Guaido hat das Vakuum gefüllt, für das das Maduro-Regime selbst gesorgt hat, indem es seit Jahren die Opposition unterdrückt und beseitigt. Ein Hoffnungsträger. Die Frage ist, wie viel Macht er wirklich hinter sich vereinen kann. Auch er sucht die Nähe zum Militär, allerdings zu den einfachen Soldaten, die ebenfalls unter der Mangelwirtschaft leiden. Es ist der Wettlauf zweier Männer um die Herzen und Waffen eines Landes, das zu zerfallen droht und dabei auf den größten Erdölreserven der Welt sitzt. Russland und China haben sich hier eingerichtet, verdienen gut gemeinsam mit Maduro und seinen Günstlingen. Und auch die USA waren bisher ein guter, diskreter Kunde. Doch nun ist es Trump, der mehr will, indem er Guaido beispringt und Maduro unter Druck setzt. Wir haben noch keinen Plan, aber alle Optionen liegen auf dem Tisch. Peking und Moskau reagieren aufgeschreckt, stellen sich an die Seite Maduros. Nacheinander mahnen sie zur Zurückhaltung in Venezuela und meinen damit in erster Linie die USA. Maduro dagegen zeigt sich am Nachmittag im obersten Gericht und lässt sich dort erneut als einzig rechtmäßiger Präsident Venezuelas feiern. Live übertragen auf sämtlichen Kanälen des Landes.